Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine, unser schöner Erweiterungspack. So, wir stehen jetzt vor der Herzogin und wir sollen Detlaff töten, aber ich will Detlaff gar nicht töten. Und ich finde, wir sollten einfach diese blöde Kuh aus der Fänge der Königin holen und sie Detlaff bringen. Oder wir machen mit Detlaff halt gesamt Beauclair kaputt. So. Wir sagen einfach, wir haben keine Ahnung, wo Detlaff ist, auch wenn er es uns gesagt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe seine Spur verloren. Mehr hast du nicht zu sagen? Meinen Respekt, edle Herrin. Ich kann nur die Wahrheit sagen. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Dann lass doch deine Hunde ran. Das ist geil. So, wir müssen diese Maske auf jeden Fall gleich wieder ausziehen. Es war eine Zeit lang echt lustig, aber jetzt wird sie echt hässlich. Dann hätte die edle Herrin wohl keinen Hexer, sondern ihre Hunde auf den Vampir hetzen sollen. Geil. Das Eis unter dir ist dünn, Hexer. Hauchdünn. Du tätest gut daran, deine Worte vorsichtiger zu wählen. Willst du machen? Ich kann deinen ganzen Palast zerstören. Sagt mal, habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Sianna Detlaff betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herrin! Vampire! Geil! Was? Rede schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle! Aber so viele Tote! Verdammt! Leute, guckt euch das an. Wie cool ist das denn bitte? Wenn dieser Detlaff Krieg will, kann er welchen haben. Ja, aber ihr werdet verlieren. Geht an die Arbeit und keine Ausreden mehr. Palmerin, du... Bring sie hier raus. Aber ich will auf Detlaffs Seite sein. Ist das jetzt euer Ernst? Lol. Übertreibt der richtig? So, ich glaube, wir sollten die magische Falle platzieren. Das piept ja richtig in den Ohren. Geil. Was ist die Alte denn? Du hast aber ganz schön auf uns abgesehen, du. Jetzt ausrauben. Sie war zwar nackt, aber sie hat bestimmt was dabei. Ich konnte es noch Sianna ganz schnell. Sianna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlaff hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit. Verdammt.
Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlaff hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlaff zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlaffs Forderung erfüllen und seine geliebte Sianna befreien. Du meinst, Detlaff glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Du meinst, Detlaff glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Okay, wir holen Sianna. Das ist eine gute Idee. Du willst Sianna wirklich befreien und Detlaff ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Ich halte das auch für sehr klug eigentlich. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlaff ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Das ist der Plan des Universums, passt auf. Wir schieben das, oder wir machen das so, dass alles die Schuld von Regis ist und dann fallen wir nicht in Ungnade bei der Herzogin. Und dann wird alles auf Regis geschoben und er kann sich ja einfach verdünnisieren. Kannst du für ihre Sicherheit garantieren. Hast du eine Idee, wo Sianna ist? Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sianna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Geil. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Sianas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Habe nur das Herz außer Brust gerissen. Damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Wenn ich nicht verhandeln will, wie können wir Detlaff zwingen, sich zu zeigen? Wie würde ich Detlaff denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erst mal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Oh je, was machen wir jetzt? Ich will diesen Unsichtbaren eigentlich gern kennenlernen. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlaff bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlaff aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlaff zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Oje, oje, oje.
Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich bin für eine solide Lösung, suchen wir Orianna. Oh nein, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Wenn wir jetzt, ich muss darüber nachdenken, sagen, können wir da mal speichern, bitte? Keine Ahnung. Ich muss nachdenken. Keine leichte Entscheidung. Das verstehe ich. Erlaube mir, dich deinem Dilemma zu überlassen. Ich werde in der Stadt gebraucht. Ich kann die Ereignisse zwar nicht aufhalten, aber vielleicht kann ich die Opferzahlen begrenzen. Wenn du dich entschieden hast und vielleicht etwas erfährst, sag es den Raben. Ich finde dich. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh. Ich muss erstmal speichern. Nein, ich kann jetzt nicht speichern. Warum nicht? Was liegt denn hier alles Nettes? Okay, wir nehmen erstmal alles auf, ne? Kann ich jetzt speichern, bitte? Bitte. Ja. Gott sei Dank. Hier. Oje, oje, oje. Ja, wir machen erstmal Orianna. Was? Er singt erstmal hier in Beauclair, ist das Leben nicht schwer. Ich hätte das jetzt ein bisschen anders formuliert. So, Pferdchen, wir müssen jetzt Orianna finden und diesen Vampir-Unsichtbaren schneller herholen. Und hoffen, dass der uns hilft. Das wäre nämlich sehr praktisch. Ob wir wissen, wo sich Orianna befindet? Ich reite jetzt auch einfach stumpf zu ihr. Schneller! Schneller, verdammt! Digga, gib Gas! Gottes Willen! Geil. Nehmen wir mal mit. Ich muss mich umsehen. Ich ignoriere jetzt einfach mal alle Angriffe. Er ist ein Knödel. Schrei auch noch, wenn Vampire in der Nähe sind. Sorry, mein Freund, ich muss dich ignorieren. Die Leiche eines Ritters. Jung. Hier sind wir, okay. Ja, bitte, Orianna, sag uns jetzt, wo dieser Vampir-Typ hier ist. Hast du es gerade eilig? Und wie? Nun sei so gut und geh beiseite. Das Chaos in der Stadt. Weißt du, was da los ist? Natürlich. Es ist sehr ärgerlich.
Mehr hast du da nicht zu sagen? Ein Blutbad in den Straßen? Ärgerlich? Da würden mir aber stärkere Vokabeln einfallen. Ach, weißt du, ich werde langsam alt. Bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Dazu braucht es schon etwas mehr. Ja, Mitgefühl ist nicht das Spezialgebiet von Vampiren. Ich dachte mir, dass du es merkst. War nicht schwer. Hast dir ja auch keine große Mühe gegeben. Hätte ich das sollen? Tja, ich bin Hexer. Und damit mein Feind? Das hängt ganz von dir ab. Muss mit dem Unsichtbaren sprechen, dem Ältesten. Ich muss den Unsichtbaren sehen und überreden, Detlaff aufzuhalten. Es ist dringend. Ich habe gehört, du könntest mir da helfen. Also wirklich? Der gute Regis braucht wohl eine Lektion. Er ist sehr indiskret geworden. Und du? Es gibt schlichtere Methoden, sich zu entleiben. Du könntest von irgendeiner Brücke springen. Ich will nur mit ihm reden. Reden. Köstlich. Er reißt dir den Kopf von den Schultern und macht Hackfleisch aus dir, bevor du auch nur den Mund aufmachst. Lass das meine Sorge sein. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Auch ich zöge es vor, wenn die Stadt wieder ruhig wäre. Aber ein solches Geheimnis einem Hexer offenbaren? Weißt du was? Komm mit mir. Ich muss noch etwas erledigen, dann reden wir. Okay, ich komme mit. Einem Menschen würde ich jetzt sagen, dass jede Verzögerung weitere Tode nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass dir das etwas bedeutet. Zu Recht. Das tut es nicht. Wo willst du hin? Nicht weit. Siehst du, ich habe da eine Art Unterschlupf direkt vor Beauclair. Ein Waisenhaus, um genau zu sein. Mir haben die Vöglein zugeflüstert, dass dort etwas Schreckliches geschehen ist. Unter den aktuellen Umständen muss ich das ernst nehmen. Sicher verstehst du das. Mhm. Durchaus. Gehen wir. Plötzlich kommt das Pferd da um die Ecke. Geil, ey. Es geht richtig ins Finale hier. Man merkt das. Voll gut. Ich bin auf diesen Unsichtbaren gespannt. Das hier muss ja ein Vermögen gekostet haben. Tja, ich habe nun mal eine Schwäche für Kinder. Das heißt? Das heißt, Yummy. Dass ich... Moment, riechst du das? Blut. Wir müssen diese Maske noch abnehmen. Oh nein. Arno! Arno! Arno? Bitte. Psst. Psst. Was ist passiert? Wo ist Arno? Rede! Schon gut, du bist in Sicherheit. Schon gut, Kleiner, du bist in Sicherheit. Wie süß. Der blutet da ein bisschen, aber hey. Ich hatte solche Angst. Solche Angst. Wovor? Du kannst es uns sagen. Lass dir Zeit. Ich bin von den Glocken aufgewacht und von den Schreien. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen, aber sie waren so laut. Und dann
hat irgendwas auf das Dach geschlagen. Bumm, bumm, immer lauter. Und Onkel Arnaud ist gekommen und hat gesagt, seid ganz leise. Psst, dann passiert euch nichts. Der Hurensohn hat sie im Stich gelassen und ist abgehauen. Ist ja nett gesagt, ey. Arno, wer ist das? Wer ist dieser Arno? Der Betreuer. Er hat mit seiner Frau auf die Waisen aufgepasst. Gegen ein großzügiges Entgelt. Ich sehe sie nicht, ich höre und rieche sie nicht. Sie sind geflohen, haben die Kinder als Köder zurückgelassen. Onkel Arno hat gesagt, wir sollen still wie die Mäuschen sein. Dann kommt das Monster nicht. Aber es ist doch gekommen. Was ist dann passiert? Und dann? Barthes, Niev, Mora und die anderen sind rausgelaufen. Aber meine Schwester Anna und ich haben uns hier versteckt. Aber Anna hat angefangen zu weinen. Ich habe ihr den Mund zugehalten und psst gesagt, bis sie aufgehört hat. Du meinst, du hast sie. Lass ihn. Ich weiß jetzt genug. Ich auch. Etwas hat meine Kinder umgebracht. Ich bleibe bei dem Jungen. Er soll nicht schon wieder allein sein. Du jagst diesen Abschaum. Bring mir seinen Kopf, dann helfe ich dir mit dem Unsichtbaren. Oh, geil. Okay, gut. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.